Mahlzeit, liebe Freunde. Heute möchte ich euch die neue Gegnerrasse, die mit Forsaken ins Destiny 2 Universum hinzugefügt wird, vorstellen. Bungie nennt es eine ganz neue Rasse. Auch wenn es eigentlich Gefallene sind, haben sie nicht wirklich was mit den Gefallenen, die wir bisher kennen, zu tun. Naja, bis auf die vier Arme vielleicht. Der Rest ist aber schon ziemlich neu. Sie haben neue Waffen, neue Mechaniken, sehen auch, naja, würde ich schon sagen, ziemlich anders aus. Ihr könnt euch ja gerne selbst ein Bild davon machen und nach dem Video entscheiden, ist das für euch etwas Neues oder ist das für euch so ein alter Reskin und schon wieder Gefallene und die wir seit 4 Jahren bekämpfen und ich könnte kotzen. Nichtsdestotrotz legen wir jetzt los und schauen uns an, was diese neue Gegnerrasse mit dem Namen Scorn so drauf haben. Die Scorn sind das Ergebnis der Experimente an Gefallenen im Gefängnis der Alten. Sie sind dann mutiert und haben sich so auf ihre eigene Art und Weise entwickelt, haben ihre eigenen Mechaniken und Waffen, wie ich bereits erwähnt habe. Legen wir also los, es gibt da die Creeps. Es sind sowas wie die verfluchten Leibeigenen der Schar. Wenn ihr sie tötet, dann explodieren sie. Der Unterschied ist, dass sie wie Spinnen herumkrabbeln können und das sogar ziemlich zügig. Sie sind schnell unterwegs und können auch an Wänden und Decken krabbeln. Wenn ihr also nicht aufpasst, dann könnten sie ziemlich gefährlich werden. Es soll aber absolut befriedigend sein, die explodieren zu lassen, da die Explosion auch ganz neu aussieht mit so einem blauen Licht. Sieht wirklich ganz nice aus, also ich freue mich da schon drauf. Die nächste Kornsorte, klingt wie Kornsorte, also der Alkohol, sind die Lurker. Sie sind Scorn-Gegner mit einem runden Schild, erinnert mich persönlich ein bisschen an die Spartaner aus dem alten Griechenland. Um die Lurker töten zu können, muss man Wege finden, das Schild zu umgehen. Sie sind vom Grundgedanken zwar wie die Phalanx, also die Kabale mit dem Schild, allerdings stehen die Lurker nicht einfach nur rum, sie pushen euch aggressiv und kommen auch im Rudel. Man sollte sich daher schnell entscheiden, wie man das mit den Schildern erledigen will und da nicht allzu viel Zeit hat, auf die Füße zu gucken, wo die sind, denn sonst wird man schnell umzingelt und das ist nicht so gut. Die Wrath, oder ich weiß nicht genau, wie ich das aussprechen soll, ist eine Art von Gegnern, die sehr symbolisch für das Forsaken DLC sind. Sie halten zwei Fackeln in der Hand und versuchen euch damit anzuzünden. Sie rennen auf euch zu wie so absolut Verrückte und Irre, die direkt aus der Anstalt geflohen sind. Sieht sehr, sehr geil aus, auch mal was anderes. Sie sind allerdings nicht allein, die euch anfackeln wollen. Die Ravenger haben zwar keine Fackeln, allerdings eine Art brennenden Morgenstern oder eine Schale mit Feuer drin und wie sowas. Der kritische Punkt der Ravenger ist nicht nur der Kopf, sondern auch deren Morgenstern, mit dem sie auch immer schön rumfuchteln und euch damit schlagen wollen. Wenn ihr diesen Morgenstern abschießt, dann explodiert er und es breitet sich eine Feuerpfütze auf dem Boden aus, die sowohl euch als auch die Gegner verbrennt. Eine weitere Art sind die Raider. Es ist eine Fernkampfeinheit der Scorn. Sie haben verschiedene Waffen wie Sniper, Armbrüste oder Sägeblätter, die sie werfen. Ihre spezielle Fähigkeit ist es, sich im Rauch aufzulösen bzw. zu verschwinden. Man sieht dann zwar, wohin der Rauch so weht, allerdings könnt ihr sie erst dann abschießen, wenn sie aus dem Rauch wieder auftauchen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier mit Abstand die ultra nervigste Art von den Scorn-Gegnern sein wird, aber es ist auf jeden Fall eine neue Mechanik und sieht interessant aus. Die Scorn haben auch ihre eigene Technik, die sie gegen uns Hüter einsetzen. Die nennen sich die Totems. Es gibt verschiedene Arten von Totems. Das leere Totem heilt beispielsweise alle Scorn-Gegner in der Nähe. Es gibt auf jeden Fall noch das Solar-Totem und irgendwelche andere Totems, die sie aufgezählt haben. Die Effekte dazu sind aber noch unbekannt. Ein Totem wird immer von einem Scorn Chieftain mitgebracht. Ja, es sieht wohl nach einer Kombination aus Chief und Captain aus. Der Chieftain, sie haben also so Energieschilde und sind so etwas wie die Captains bei den ganz normalen Gefallenen. Also von der Rangordnung kann man sich das so vorstellen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich die 8 Barone, die Anführer der Scorn. Sie sind alle in die Story eingebunden und haben ihre eigene Persönlichkeit und unser Ziel wird es dann sein, sie alle auszuschalten. Jeder davon hat ganz besondere Fähigkeiten und Mechaniken, sie sehen auch ganz anders aus, sind nicht unviel Captains, bloß ein bisschen größer skaliert.
Es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Nices. Bungie kann sich mit dieser neuen Gegnerrasse durchaus Strikes und Raids vorstellen. Das heißt, dass wir eventuell einen Scorn Raid sehen könnten. Damit meine ich nicht die träumende Stadt, die als erstes als Raid kommen wird, sondern vielleicht ein Raid-Truck, der dann so in den nächsten Mini-DLCs hinzukommen könnte. Ich bin da mal sehr gespannt, kann mir das aber auf jeden Fall sehr gut mit dieser Gegnerrasse vorstellen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass ich in letzter Zeit sehr wenig hochlade. Das liegt daran, dass mein Hype bei 0% liegt. Ich bin absolut auf meine Abschlussarbeit fokussiert und kann mich irgendwie gar nicht auf Forsaken freuen. Allerdings hat mich die neue Gegnerrasse hier schon ein wenig motiviert, wodurch ich mich auch entschieden habe, mal wieder ein Video zu machen. Und ja, liebe Leute, sagt mir eure Einstellung zu Forsaken und der neuen oder nicht neuen Gegnerrasse würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Zeigt mir euren Support, liebe Zuschauer, wäre eine richtig, richtig starke Aktion. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Lasst ihn immer schön schwingen auf Venero TV.